Eigentlich müsste Keanu auch noch mal eine Custom Stage spielen. Zumindest eine davon. Wie viel zahlst du mir? Ich verbringe Zeit mit dir auf YouTube. Wie viel zahlst du mir? Ich bin gerade nicht flüssig. Willst du mir damit sagen, dass du gerade hart bist? Was? Und das Geld wieder los. Was zur Hölle? Oh, hat er nicht gesagt. Nobara. Ist das, deine Frau immer wieder sagen musst? Ich kann nichts dafür, dass das zwischendurch einfach wieder weggeht, wenn ich drauf gedrückt hatte. Das war damals nicht. Damals konntest du raufdrücken und der andere konnte auswählen, was er will. Wahrscheinlich immer, wenn eine neue Map gewählt wird, dass es dann Ich wieder hasse automatisch das. die Ich möchte Druck. gerne, dass es drinnen bleibt. Du kannst ja schließlich rausgehen, wenn du keinen Bock auf die Map hast. Ja, aber so langsam müsstest du dich doch mal dran gewöhnt haben. Damals Niemals. war alles besser. Ach. Piso Risbaloso, alles klar. Die Map kommt vom Jorge vom Keller. Der wohnt wahrscheinlich Jorge aus dort. dem Keller. Im Keller. Okay. Wenigstens haben wir Pfeile. Jetzt wissen wir, wo wir hingehen müssen. Wow. Oh, Rutschpartie, geil. Stecken geblieben. Wie du zerlangschlitterst mit dem Kopf. Ja, er hat den Fall halt schön mit seinem Gesicht abgebremst. Wow! Hey, das Unfair, ich stecke hier an der so Trommel fest. Na, endlich. Wow! Gesehen, dass du schon runterfällst. Oh je, oh je. Oh, nein, oh, wie unfair! Ah! Ey, das war scheiße. Junge, kannst du mal richtig rutschen? Nobara? Rutscht die da einfach an mir vorbei? Dann noch dieses dreckige Lachen. Hihihi. Eher neben mir selbst. Ich bin eher neben der Spur. Ja, noch alle Zeit der Welt. Ey, du blödes Kackpferd. Boah, ich werde fast ins Ziel hinausgeschossen. Nein, 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 tu mir das jetzt nicht an. Ach, schön, dass alle Türen schon offen sind. Ja, ich bin da schon eben gerade durchgerast. Gott, die ganzen Fußbälle hier. Hilfe. Aha. Oh, Leck! Mich doch am Arsch! Ey, dieser scheiß Leck! Wow, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Och, wegen dieses verfickten Lecks, ey! Alter! Bist du gestorben? Nein, nein, nicht schon wieder! Boah, Junge, robb dich nach vorne.
vorbei. Nein. Oh. Und Novara war drin. Wunderschön. Ja, zerquetsch sie. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen, das spielen wir jetzt nochmal. Wow, das willst du nochmal spielen, ey. War ja klar. Das andere spielen wir auch nochmal, am Ende. Aua. Ich kann es nicht auf mir sitzen lassen, dass Nobara gewonnen hat. Darf ich mich nochmal umziehen? Ja, dann ziehe ich mich halt auch nochmal um. Yay! Auch ein perfektes Kostüm dafür. Also Nobara wird wieder zum Fisch. Natürlich. Ich meine, warum nicht? So, jetzt brauche ich noch die Farbe dafür. Was hatte ich denn da dafür benutzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, die hatten ja so eine Fischfarbe extra fürs eine Ding. 3 Stunden später. Na, toll, toll. Fängst du jetzt mal an, wir gehen nicht hier drauf. 4 Stunden später. Ich bin für fett angezogen, als kann ich schlittern. Du bist einfach der Fisch aus SpongeBob, nur in 3D. Seife, was ist Seife? Ich bin der hübscheste von allen. Ich bin der längste von allen. Ich bin der blauste von allen. Du hast doch mal so schön im Mario Kart wie gesagt, dass es nicht auf die Länge ankommt, sondern in der Kürze liegt die Würze. Das weiß ich nicht mehr. So. Wie war das nochmal gestern? Ja, ich habe das Projekt gesuchtet und du erinnerst dich an gar nichts mehr? Ich weiß, dass ich in, glaube ich, Part 8 einen Cheater hatte in einem Rennen. Cool. Autsch, oh. Was zum? Dankeschön. Das sah gerade ultra merkwürdig aus. Mein Charakter ist einfach mit dem Gesicht einfach hängen geblieben auf dem Boden, ist einfach so entlang geglitten. Kenn ich irgendwo her. Nobara darf nicht gewinnen! Nobara darf nicht gewinnen! Ui! Keanu, schnapp sie dir! Auf zu und wursteln! Wow! Das sah mega schmerzhaft aus. Scheiße, wo waren jetzt nochmal die Türen hier? Die Axt ist einfach ein Feind. Autsch. Autsch. Hallo? Steh doch mal auf! Woran scheitert's? An meinem Fall Guide, er wollte nicht aufstehen. Ah, wieder diese Arschkombination, die nach oben geht. Nein, der Leck! Dieser scheiß Leck! Mhm. Dieses verfickte Kack-Game! Boah, das regt mich jetzt wieder auf. Oh mein Gott. Dass ich deswegen so einer Scheiße hier wieder runtergefallen bin.
Nintendo, fix your fucking shit! Mann, roll doch, oder rutsch doch besser gesagt, ey, meine Fresse, ey. Ey, schon wieder dieser Kackleck, aber es ist zum Glück nichts passiert. Ey, warum ist dieses Spiel in dieser Season so unglaublich laggy? Sheesh! Hätte mich mal am Ende besser angestellt, dann wäre ich sogar noch vor Smashy gewesen. Nochmal spielen müssen. Weil es danach nicht auf sich sitzen hätte lassen. Bin mir ziemlich sicher. Ey, das Level hat das Wort Rage im Namen verdient. Ich finde das schön, das Level. Du findest ja auch sterbende Menschen schön. Ja. Es ist mir einfach so eingefallen. Aber ich glaube, das ist eher so Lunas Liga. Ja, das glaube ich aber auch. Aber so ein Film können die meinetwegen auch sterben. So, Catastrophe Climb. Oh, wir hatten doch eben eine Katastrophe. Nee. Ja. Ich kann das mein Charakter mal angepasst. Ist dein Charakter mal angepasst? Jo. Was hast du gemacht? Er hat jetzt eine andere Hose an. Ich sehe es leider nicht. Eben sein Kopf und Oberkörper ist so riesig, dass ich sein Unterteil nicht sehe. Das hätte er erschlungen, ne? Dass Mashi mal das Unterleib von anderen Guys sehen will. Schon pervers. Ja, Smashy, also. Aber er hat auch so ein langes Ding oben, hat er ja schon selber gesagt. Ja. Smashy, Smashy, Smashy. Oh Gott, was ist das denn wieder, ey? Das sieht auf den ersten Blick schon mal ziemlich cool aus. Ah ja, nettes Höschen hast du an. Ja, nu. Ja, sag ich ja. Anderen Geist immer aufs Unterleib gucken. Das sieht auf den ersten Blick ziemlich entspannt aus hier. Ja. Ich bin überrascht. Wo ist die fiese Fiesigkeit? Ja, wo ist sie? Au. Hier. Oh! Oh! Fiese Fiesigkeit, der Ball wollte mich haben. Ah, dann verstehe ich was. Oh, ich bin durch. Das ist wie eine Sau. Wow. Da ist da fast kein Movement mehr. Au. Oh, du robb dich nach vorne, Junge. Juhu. Ach, meine Fresse. Ich noch beeilt hast du am Ende. Das ist eine, ich fahr mir jetzt hier, dass wir das nochmal. Eine schnelle Pendel macht mir einfach zu viel Probleme. Also, okay, das macht eine Pendelbeschwörung. Nein. Weißt du selbst bist kein Fan von Pendelbeschwörungen, aber sagst, dass Chaos eine Pendelbeschwörung machen soll. Ist es verboten? Aber wie gesagt, das war im Vergleich zu den anderen eine recht entspannte Map. Wow, langweilig. Aber sie war okay. Gut, das Ende war ein bisschen herausfordernder. Das war der Anfang ging. Uiuiuiui.
So, was kommt als nächstes? Sky High Run, okay. Follow the Rainbow Roads. Rainbow Roads, sind wir bei Mario Kart? Das ist das falsche Theme. Wobei, vielleicht sind wir sowas wie das A-Team hier. Nee, du, da mach ich nicht mit. Wir sind einfach das A-Team hier in Fall Guys. Also da bin ich der verrückte Murdoch. Es wäre eigentlich voll witzig, wenn es hier in Fall Guys mal so A-Team-Kostüme geben würde. Wow. Einfach mal als Mr. T hier rumlaufen. Der dann so ein Level 40 Irokesen bei WoW erstellt hat. Ja, aber sowas von, ey. Sky High Run. Und Panna Banana. Finde ich gut. Obstzüchtiger. Jo. Oh, das sieht wunderschön aus. Da muss ich doch gleich wieder an diese My Little Pony Stage hier denken. Ja, oh, die war gut. Nicht die Wolkenwände, ne? Nein, ich hab's gerade schon mal ausprobiert. Oh! Wow! Ich will dann nicht anbumpen. Weil das tut weh. Oh, das ist fies, die Wolke hier und dann noch dieses Drehteil. Nein! Ah. Oh, Chaos! Du Arsch! Du kleine Putze, du! Wer kam mir denn da jetzt gerade entgegen? Weil was? Ich den Weg nicht gefunden habe. Da musste man. Chaos kam mir entgegen. Ja, weil ich den Weg nicht gefunden. Lauf ich gerade falsch? Ich ja. Lauf falsch, ich Idiot. Ich bin auf falsch gelaufen. Oh, ich bin nur so, wieso kommt mir jetzt da auf einmal einer entgegen? Aber weißt du, was mich freut? Ich bin nicht der Einzige, der so blöd ist. Oh ne, die Bumper, scheiße. Ich hasse die Bumper. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Der Bumper, der ist einfach nur im Deko. Chaos, was war das bitte auf dieser Stage hier mit uns? Ja. Erst schubst du mich hier im Dive-Jump einfach runter und dann laufen wir beide auch noch den anderen beiden hier entgegen und checken einfach nicht, wo wir hin müssen. Die ist mehr verwirrender halt. Hilfreich. Das ist wie ein Mario Kart wie Custom Tracks, ey. Wenn da die Pfeile fehlen, hast du keinen Plan, wo du hin musst. Ja, das Problem. Irgendwo, ja. Wenn es halt mehrere Wege gibt. Ich möchte mein Kostüm. Gut, aber dann halt markieren. Da musst du halt lang, wenn du weiter willst. Ich möchte mein Kostüm nochmal wechseln. Das möchte Nobara bestimmt auch. Kostüm wechseln? Ja. Kann ich nochmal machen, ja. Aber zu was? Oh, ich hab eine Idee. Oh nein. Ich weiß, auf die Bäume, wer kann. wenn ich es jetzt noch finden würde, wäre es wunderbar. Alter, wie das leckt wieder, wenn man nur etwas anderes wählen möchte. Ich bin gerade seriously echt zu blöd, dieses Kostüm zu finden. Ich hab doch eins genommen. Ich sag's mal so, ich habe Geld für dieses scheiß Kostüm ausgegeben, also will ich es jetzt hier im Let's Play zeigen. Was hast du nicht Geld ausgegeben?
Ja, diese Qualle und so. Das sieht doch schön aus. So, dann kommen wir zum letzten, was lustigerweise einen richtig passenden Namen hat. Full Speed Sliding Jelly Road. Jelly. Da habe ich ja das passende Kostüm ausgewählt. Oh, wie passend. Oh, du. Ich bin pelzig, ich nehme den ganzen Schleim einfach. Du bist einfach mal so ein weißer Raccoon oder was? Red Panda. Du bist so ein Albino. Du bist einfach weiß und hast rote Augen. Ich hab rote Augen. Jo. Ich hab rosa Augen eigentlich. Das sind rote. Das sind rosane. Für mich ist das rot. Dann ist es halt rosa-rot. Meine Güte, dann seid ihr beide zufrieden. Das ist ein Panther. Das ist ein Panther. Pink Panther, der rosa-rote Panther. Nee, du. Will ich nicht. Ich aber. Gott, ey. Lass uns einfach anfangen. Hui. Oh, Hilfe. Hui. Oh mein Gott, das ist drin versteckt. Was denn gerade? Ja, ich wollte nicht runterfallen. Ich seh nix. Oh, Alter! Wer hat mich da gerade weggetackelt? Darf ich mal was sehen? Ich wow! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, wie fies! Wie fies! Es kommt einfach eine Faust raus, ey, und bounced mich weg. Okay. Das heißt, dass er mal rausbringt. Alter, wie hab ich das geschafft? Okay, das ist cool. Oh Gott. Nein, lauf! Lauf, du dickes Ding! Ey, wie kacke ist das denn? Nicht lecken! Shit! Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das darf doch nicht wahr sein! Alter, jetzt leg dich doch nicht hin. Ja, aber dann kann ich den zweiten Sprung nicht machen, wenn er dich hinlegt. Ich so verwirrt, verdammt. Wieso springt er nicht? Ja, da denke ich mir auch gerade, aber ich komme nicht ins Ziel. Wie weit muss ich denn da fliegen? Mann. Oh ja, das ist perfekt und yes! Oh Gott, ich muss auf diesem Regenbogenring zwischenlanden und dann nochmal jumpen. Oh. The fuck? Ich bin über das Ziel hinausgeschossen, leider. Du bist über das Ziel hinausgeschossen? So weit bin ich noch nicht mal gekommen. Na, ich meine über das Regenbogenziel. Da wollte ich auch drüber landen, bin aber mit dem Fuß da kleben geblieben. Ach so. Und dann darüber gekugelt. Ich kam halt nicht mehr über diese Sprungpassage. Alter, ey. Entweder ist er dann irgendwo abgebunkt, so dass ich den zweiten Sprung nicht geschafft habe, oder der letzte wollte er dann nicht machen. Ja, das kenne ich. Oh. Aber vor allem dieser eine Checkpoint da, wo du über diese Laufbänder da springen musstest, ey. Das war ultra weird. Ich bin auf diesen Kubus da gelandet, der außerhalb des Zauns war, und instinktiv einfach nochmal gesprungen, dann bin ich auf diese Speicherfläche da gekommen.